Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben große Veränderungen, die auf den europäischen Markt zukommen, vor allem wenn es um Tesla geht. Darüber werden wir heute sprechen. Die amerikanischen Kunden, aber auch die chinesischen Kunden können mit Stolz behaupten, dass sie ein Auto kaufen, welches zu einem wirklich sehr, sehr großen Teil und das fast über 90% aus lokaler Produktion kommt. Das ist bei uns in Deutschland leider noch nicht der Fall, aber auch nicht für europäische Kunden. Das wird sich aber bald ändern. Mit der Expansion in Grünheide rechne ich damit, dass in den nächsten 24 Monaten, wenn alles glatt läuft, tatsächlich dann der europäische Kunde, wie oben links zu sehen, und der britische, der israelische und das gesamte europäische Festland entsprechend aus Grünheide versorgt wird. Dieses wird dann mit dem Model Y der Fall sein, mit dem Model 3 und in 2 Jahren vielleicht auch sogar mit einem zukünftigen kleineren Tesla. Das hat viele Vorteile. Erstmal diese gesamte Lieferkette mit den Schiffen würde behoben werden. Der chinesische Markt wird aus der Fabrik in Shanghai bedient und von dort würde man entsprechend noch Autos nach Australien, Thailand, Vietnam, Japan, Korea, Indonesien, vielleicht auch die Philippinen, je nachdem, entsprechend exportieren. Das hat natürlich viele Vorteile für uns. Wir hätten natürlich eine lokale Produktion. Batterieproduktion würde bis dahin auch stehen in 2 Jahren. Und natürlich andere lokale Partner und Batteriefirmen setzen ja auch darauf, in Europa eine Batteriefabrik zu bauen. Das Einzige, was dann nur noch übrig bleiben würde, und das ist natürlich jetzt wirklich sehr genau hingeschaut, sind natürlich die Rohstoffe, die für die Batterien gebraucht werden. Dieser Teil, der müsste natürlich dann im letzten Schritt auch noch behoben werden. Aber ich möchte einfach mal wissen, was du darüber denkst. Eine lokale Produktion in Europa, keine Schiffe mehr, natürlich dadurch auch im besten Falle, wir sehen ja leider gerade noch das Gegenteil, dann auch eine schnellere Lieferzeit. Dieses würde natürlich den Standort Europa, aber auch hier Deutschland mit dieser Fabrik stärken. Ich persönlich finde dieses eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und wenn wir mal nach Amerika schauen, sehen wir, dass die Amerikaner nichts anderes machen in diesem Moment. Denn sie investieren auch durch die Regierung von Biden sehr, sehr viel Geld, natürlich mit Förderungen, in die lokale Produktion. Und ob das jetzt Tesla ist in Texas oder dass es Batteriefabriken sind, ob es die Halbleiter sind etc., es wird sehr, sehr viel investiert. Und das hat auch den Hintergrund, dass man natürlich sich nicht 100% abhängig machen möchte vom chinesischen Markt. Und ich finde auch, das ist nicht eine schlechte Entscheidung. Es gibt aber natürlich auch Risiken für uns. Wir sehen hier gerade auch die Diskussion von Northvolt, die entsprechend aufgrund der hohen Energiepreise darüber nachdenken, ihre Fabrik doch nicht in Heide zu bauen, sondern nach Amerika zu gehen. Und das sind natürlich Dinge, die wir am Standort Deutschland einfach noch beheben müssen. Es gibt viele Herausforderungen, aber ich bin mir sicher, dass wir hier hoffentlich von der Regierung dann auch eine Lösung bekommen. Dann schauen wir einfach mal weiter. Wir haben in Austin einen Meilenstein erreicht und zwar 10.000 Autos. Dieses ist tatsächlich in 108 Tagen erreicht worden und es ist im Prinzip hinter Shanghai jetzt die zweitschnellste Zeit, dass man diesen Meilenstein erreicht hat. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, Grünheide ist tatsächlich am langsamsten, das müssen wir einfach ehrlich anerkennen. China ist am schnellsten gewesen. Giga Texas holt entsprechend jetzt extrem auf. Ich hoffe aber, dass es dann auch wirklich in Grünheide jetzt auch ein bisschen schneller geht. Wie gesagt, auch hier, wenn ich Zahlen nenne, wir wissen ja, dass es manchmal ein bisschen länger dauert. Ja, dann schauen wir einfach mal auf die Preise, denn ist wirklich dieser Hype um die hohen Preise jetzt wirklich rum? Können die Autobauer es sich noch leisten, überhaupt die Preise so hoch zu lassen? Es ist heute noch ganz aktuell reingekommen, dass Ford in China auch die Preise gesenkt hat. Und bei Tesla ist es tatsächlich so, dass sie in Amerika um 1,7% im Durchschnitt gesunken sind. Ob das daran liegt, dass die Leute einfach günstigere Varianten kaufen, das kann natürlich auch der Grund sein, denn es geht hier um die Transaktionen und nicht den tatsächlichen Preis. Und wenn Leute natürlich einen günstigeren Tesla kaufen, weil die Preise einfach so teuer sind, dann wird natürlich der Durchschnitt hier sinken. Wir sehen aber auch, dass es immer noch 16,1% mehr sind als im letzten Jahr. Honda ist mit 10,4% und auch Stellantis, die Gruppe, entsprechend mit 11,7% doch auch im zweistelligen Bereich. BMW in Amerika mit 8,8%. Diese Preissteigerungen haben natürlich auch dazu geführt, dass Tesla einen sehr, sehr guten Profit erzielt hat im letzten Quartal.
Diese Grafik veranschaulicht das nochmal sehr gut. Und wenn man einfach mal vergleicht, was so andere Unternehmen in den letzten Tagen so für Einnahmen entsprechend publik gemacht haben, dann steht hier Tesla tatsächlich noch sehr, sehr gut da. Wir haben also einen Nettoprofit von 3,3 Milliarden. Und das wird natürlich Tesla jetzt die Möglichkeiten geben, durch dieses konstante Einnehmen von Geld natürlich Expansionen in Austin und Grünheide weiter voranzutreiben und dann vielleicht noch Ende des Jahres im vierten Quartal, wenn der Earnings Call kommt, vielleicht dann auch noch eine weitere Fabrik bekannt zu geben. Es gab ja viele Gerüchte, ob es Kanada zum Beispiel ist oder ob noch eine weitere Fabrik in China kommt, was ich jetzt in diesem Moment für nicht so eine gute Idee halten würde. Aber bleiben wir mal gespannt, was da noch alles verkündet werden wird. Was tatsächlich sehr interessant ist, ist, dass wenn man mal sich die Größen wie Amazon anschaut, und Amazon ist natürlich im E-Commerce-Bereich tätig vor allem, ist es aber natürlich jetzt so, dass hier Tesla mit dem Autosektor schon ein größeres operatives Einkommen generieren kann. Ob man das jetzt als eine Sensation bewerten sollte oder ob man die Businesses, die Amazon und Tesla jeweils haben, überhaupt vergleichen kann, ich finde es ganz interessant, dass Tesla mit so viel weniger Umsatz es inzwischen geschafft hat, hier tatsächlich noch mehr operatives Einkommen zu generieren. Dann schauen wir mal weiter. Wir haben natürlich auch noch Neuigkeiten rund um eine Umfrage vom Handelsblatt. Und da würde ich mal gerne eure Meinung nochmal zuhören. Und zwar ist es so, dass 30% der Leute eine akzeptable Reichweite eines E-Autos bei über 500 Kilometern sehen. Und das aber wiederum andersrum, wie weit fahren Sie durchschnittlich pro Tag mit dem Auto? 53% der Leute sagen 24 Kilometer. Und das ist nämlich genau das Interessante. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viele Kilometer täglich. Und das ist genau diese Debatte, die immer gerne geführt wird. Man soll ein Auto haben, was 600, 700 Kilometer Reichweite hat. Und da muss ich tatsächlich sagen, wenn man den täglichen Gebrauch sieht, ist es im Durchschnitt tatsächlich so, dass die meisten Leute gar nicht so weit fahren. Selbst wenn es 60 Kilometer pro Weg zur Arbeit wären, würde man sich da schon in einer kleineren Gruppe befinden. Dann fahren wir einmal auf das Model Y, denn viele vergessen, dass Tesla tatsächlich auf dem Weg ist, hier das Model Y dann im nächsten Jahr zur Nummer 1 zu machen. Und das nicht nur im Elektroautobereich, da sind sie es schon, sondern weltweit bei allen verkauften Autos. Und das führt dazu, dass sie dieses Jahr es noch nicht so ganz schaffen, aber mit 760.000 Autos werden sie hier tatsächlich nur mit dieser Modellvariante und den verschiedenen Spezifikationen 50 Milliarden Dollar Umsatz machen. Also dieses Model Y hat sich auf jeden Fall durchgesetzt. Und wenn du noch mehr Neuigkeiten hören möchtest oder diese Tonspur hören möchtest, dann schau gerne auf meinem Podcast tessysupply.com vorbei. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, mach's gut, bis dann und tschüss.